Dann können wir auch vielleicht mal gucken, was sie für Goldfedern im Angebot hat. Das hatten wir ja beim letzten Mal vergessen, als wir hier waren. Und ich habe sie auch noch nicht wieder angesprochen. Wie nice ist das denn? Kann man das immer wiederholen hier? Segen des Planeten? Das wäre mega gut. So viele. Ihr seid klasse. Ich helfe dir. Ich habe nämlich viel Erfahrung als Floristin. Das bekommen wir schon hin. Du wirst sehen. Wirklich? Natürlich. Gemeinsam schaffen wir das. Nicht wahr, Cloud? Klar. Fertig. Nice. Fast so, als hätte Mama ihn gemacht. Und doch ist es dein Kranz. Stimmt. Jetzt kann ich das auch. Bing. Danke, dass ihr mir dabei so nett geholfen habt. Sonst ja, gern geschehen, Chloe. Nicht so schön hinbekommen. Man darf nie vorschnell aufgeben. Hörst du? Oh, cool. Okay. Nanu, gibt es ein Problem? Nein. Billy! Hier, für dich. Hast du den gemacht, Chloe? Süß. Ja. Vielen Dank. Was meint ihr? Perfekt. Nicht wahr? Ja. Wo hat er den denn jetzt her? Perfekt. Hat er den gemacht? Cool, deine Verbundenheit zu Aeris hat dich verbessert. Okay, Schnellreisepunkte tun ja nicht weh. Sind immer nur optional und jeder kann sie nutzen, wie er will. Oder nicht will. Ja, das stimmt, da hast du recht. Da gibt es weitaus Schlimmeres, was Spiele tun und einem aufzwingen. Reisen aber dauert. Halt, aber fliegst durch, weil nur Schnellreise erst genannt. Achso, hat sich gespielt. Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Cool, haben wir das abgeschlossen. Mega nice. Talisman Dryaden kann ich bauen. Und die alle. Nee, ach, die habe ich schon. Ach, ich trottel. Aber den kann ich bauen. 30. Sind wir schon zu dritt? Ich auch nicht. Also, hast du nur gelesen. Ach komm, ich stell den her. Was soll der Geiz? Braucht die Points ja eh, von daher. Und ich kann ihr das Ding geben. Dann hat sie nämlich auch zwei Materia-Slots. Like this. Was ist da drin? Luft. Oh, vielleicht finde mal Morphen ausprobieren. Automagie, ne, fühle ich bei dem jetzt nicht. Müsste ich umswitchen. Benutzt automatisch verbundene Materie, wenn der Charakter nicht. Wie? Also ich verstehe nicht so ganz, wie das funktionieren soll. Wenn ich da jetzt zum Beispiel Luft drin lasse, spammt die ganze Zeit dann Luft. Das wäre super weird. Und irgendwie nicht so richtig zielführend. Vor allem nicht, wenn sie ihr ganzes Mana verbrät. Ich nehme das mal mit. Einfach um das zu leveln. In der heutigen Game 2-Folge hatten sie das Spiel auch behandelt. Ich hätte mich wohl auch sehr über das Final Fantasy X-like Skillbrett gefreut, wenn ich Interesse am Spiel hätte. Ich kenne das Final Fantasy X Skillbrett nicht. Ich habe Final Fantasy mal angespielt, also den 10. Teil. Aber tatsächlich nicht beendet. Ich wollte doch nach den Federn schauen. Nach den Sachen, die man kaufen kann. Dann ist vielleicht doch diese olle Nebenquest weg. Machbar.
So, Tausch, kaufen. Goldfedern 2. Ich habe 7. Ich kann alles kaufen. Ich kaufe mal nur eine Sache. Auf Lager eine. Okay. Kaufen. Ach so, man kann gegen Gil auch einfach ein Synthesematerial holen. Magisches Pulver, Vorkommen in der Grasland. Okay, aber das machen wir mal nicht. Wäre ja irgendwie Quatsch. Wenn du die Ausrüstung deines Chocobos wechseln möchtest, jetzt habe ich die Nebenstory fertig, nice. Chocobox. Achso, das ist das hier vorne, maybe? Nebenstory abgeschlossen. Ja, weil ich die schon mal angeklickt hatte, glaube ich. Nicht, das Ding hat riesige Ausmaße. Die Wege der Chars sind zu Anfang getrennt, aber man kann sie mit der Zeit verbinden und so auch die Nahkämpfer zu Magiern umerziehen und umkehren. Oh, krass. Umgekehrt. Alter, so eine Kopfbedeckung. Blöd. Umfärben? Ah, was? Crazy. Ja, es sind so Sachen, kaufe ich alles, aber ich glaube, ich will mal immer alles umhauen, ne? Kaufen alles, ja, aber irgendwie so richtig mich darum kümmern, nope. Sind halt am Ende Cosmetics, ne? Wenn irgendwas richtig Geiles dabei ist, dann würde ich das wahrscheinlich anpassen. Aber wenn nichts Cooleres kommt, dann bleibt es halt so, wie es ist, ne? Wie ich es einmal angepasst habe. Wir machen jetzt einfach mal hier alles in Rot. Jetzt haben wir so ein Panzer-Schokobo oder was? Schokobo. Vielleicht kann er dann mitkämpfen. Oh yeah. Tatsache. Ja, kann man machen, aber fühle ich jetzt auch nicht so. Stell dir vor, dein Riesentyp da fängt auf einmal an, Zauber zu wirken. Sieht witzig aus. Naja, macht er ja. Also hier können ja alle zaubern, deswegen ist es jetzt per se nicht ungewöhnlich. Selbst dahin kann ich mich schnell reisisieren. Und Schokobo Mystery Dungeon ist eigentlich geiles Game. Ha, wollte ich mir immer mal angucken, habe ich bis dato nie gemacht, ne? Ach, ich habe die Schnellreisedinger hier schon freigeschaltet. Auf schlau, weil ich am Anfang hier alles erkundet hatte. Toll. That's amazing. Ja, hier waren wir schon. Ah, jetzt kann ich auch hier rein. Look at this. Ach. Ach, das ist der Blut der Königin. Oh Gott. Der hat eine stattliche Kartensammlung, die alle gleich aussehen. Warum packt er nur den Kartenrücken sichtbar hin? Ach, du ahnst es ja nicht. Wilder Typ. Ja, hat schon ein paar Pokale abgeräumt hier. Nicht schlecht, Herr Specht. Scheint ein guter Spieler zu sein. Stufe 3, Mann. Grüß dich. Auf der Suche nach was Bestimmtem? Jo. Wir suchen die Karte Chocobo und Mogri. Ah, tut mir leid. Die steht gerade nicht zum Verkauf. Seltene Karten gebe ich nur an Spieler aus, die sie auch wirklich verdienen. Also, Sportsfreund. Wenn du mich in einem Zweikampf besiegst, dann überlasse ich sie dir. Kein Wunder, dass du nichts hörst. Natürlich nicht. Ich habe Kopfhörer auf. Immer. Na, was ist das Essen fertig? Karten erwerben? Jupp, yep, okay, ich komme sofort. Oh, ich kann Karten kaufen. Schokomoppel kann man hier kaufen. Oh, und Titan. Oh, schaltet man das vorher frei? Oder kann man das immer hier kaufen? Vor allen Dingen sagt er, seltene Karten muss man sich verdienen. Titan und Schokomoppel? Maybe nicht selten? Oder was? Okay, ich werde mal ihn verlassen, weil ich jetzt einmal essen gehe. So, dann wollen wir mal das Kartenspiel.
Die muss man sich redlich in einer Partie verdienen. Yes. Zur Partie Herausforderung. So mega finde ich die Karte jetzt auch nicht, abgesehen davon, dass sie scheinbar legendär ist. Aber entsprechend der Anzahl der anderen verstärkten verbündeten Karten steigt die Stärke um 1. Einfach mal reingehen. Mal gucken, was der so drauf hat. Da ist sie ja, die Karte. Hab ich mir gedacht. Ach, ich kann ihn nicht hinlegen. Ach, du. Ja, wenn er sich die zurückholt, habe ich ein Problem. Ich könnte es aber so machen. Hoffentlich legt er nichts in der Mitte. Ach ne, ich habe ja gar keinen Dreier. Oh, das ist gar nicht so schlecht, weil dann kann er nur noch unten was hinlegen. Maybe verliere ich die Mitte, aber... Oh ne, ich könnte... Ne, das schaffe ich nicht. Außer... Mache das so, dann habe ich da den Zweier, könnte den Zweier machen. Das sieht gar nicht so bad aus. Wäre natürlich ärgerlich, wenn er sich irgendwie die Mitte wieder zurückholt. Probier es mal. Oh, Esch. Och, du Heiland. Okay, okay, okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Shit, ich schaff's, glaube ich, doch nicht, was ich vorhatte. Ah, ärgerlich. Aber das sind 4 Punkte. Das heißt, ich hole mir hier oben auf jeden Fall die Linie. Dann bin ich bei 8. Ja, doch, sollte doch trotzdem aufgehen. Weil er kann jetzt nichts mehr machen. Dann könnte ich nämlich hier... Das kann ich nicht. Schade, geht doch nicht ganz auf, wie ich dachte. Aber ich kann die noch spielen und dann ist auf jeden Fall Win. Dann kann ich jetzt auflösen und das sind, ja, ich kriege ja alle Punkte, von daher ist egal. Mega easy. Easy. Cool. Schokobo und Mogi-Karte. Anscheinend habe ich dich mächtig. Das Schwert steht so in einem Ständer. Versprochen, nice. Ist versprochen. Hier ist die Karte. Du hast die von Wahl gesuchte Karte erhalten. Beim nächsten Duell werde ich dich übertrumpfen. Nice. Cool, 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 cool. Und ein weiteres Kartenspiel geht zu meinen Gunsten zu Ende. Okay. Wo war denn der Dude? War es der hier?
Oh ja, Übergabe der Karte haben wir dann fertig. Nice. Dann würde ich sagen, gehen wir die mal ab. Das ist cool, dass immer so ein Schweif auftaucht eigentlich. Sobald irgendwie eine fertige Quest in der Nähe ist, wie der Bürgermeister immer noch da in der Mitte rumsteht. Ja, ein bisschen lustig. Zack. Ich verdiene es daher eigentlich gar nicht, diese Karte zu besitzen. Nein, ganz und gar nicht. Hier. Bei dir wäre sie sicher viel besser aufgehoben. War ja klar. Bist du dir sicher? Werd fleißig üben, Weiß. Damit ich mir irgendwann zurückholen kann. Schaffst du nie. Irgendwie so befreit. Also gut, ich gebe euch zum Dank jetzt einen aus, wie versprochen. Oh yeah. Von dem Unfall in Midgar Sektor 7 habt ihr ja sicher gehört, oder? Zufällig. Einer meiner Gäste ist danach hierher gezogen. Hat mir von dem Cocktail vorgeschwärmt, den er da in den Slums getrunken hat. Hab ich mal versucht, ihn zu mixen. Bestimmt aus dem siebten Himmel. Siebter Himmel. Kennt ihr die? Hier, ein Cosmo Canyon. Nice. Dann lasst euch mal schmecken. Cool. Geschmeckt haben, hat mir mein Gast gesagt. Echt schade, dass man das nicht mehr bekommen kann. Ja. Vielleicht hilft es, wenn du eine Prise Steinsalz hinzugibst. Was du nicht sagst. Steinsalz, hm? Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. sag mal, hast du etwa den Cosmo Canyon gefunden? Bist du die Barkeeperin aus dem siebten Himmel? War, und irgendwann werde ich es wieder sein. Würde mich freuen, wenn du dann mal vorbeikommst. Ich gebe dir auch einen aus. Süß. Das wäre natürlich fantastisch. Mach ich auf jeden Fall. Also viel Erfolg beim Wiederaufbau. Ihr schafft das schon. Die terroristische Gruppe Avalanche, die den Anschlag in Midgar verübt hat, soll Berichten zufolge in Kalm untergetaucht sein. Als Kalm. Reaktion darauf hat Shinra einen Suchtrupp in den Ort entdeckt. 400 DP. Aufgrund der so. Haben wir die Quest fertig? Wir holen uns mal die nächste Quest ab hier. Dann mal Aufträge hier. Für Stufe 18. Sollte machbar sein. Like this. Schon praktisch, wenn man doch vorher gewisse Bereiche besucht, finde ich. Das ist aber günstig statt 1500 oder 1000, glaube ich. Ah, irgendwie fühle ich, also habe ich das Gefühl, dass sich das nicht so richtig lohnt. So. Ach, Angst ums Vieh. Schön, euch weiter auf freiem Fuß zu sehen. Ja. Ich komme mir jedenfalls gerade recht. Hätte da nämlich eine Bitte. Mhm. Mein Name ist Oliver. Mir gehört dieser Hof. Hey, Olli. Ich besitze auch etwas Vieh, aber das wird in letzter Zeit ständig angegriffen. Vermutlich von einem Ungeheuer. Und das sehe ich gerne verjagt. Warum nach Olivers Verhältnis zu Brot fragen? Wer war denn noch Brogan? Meine Fallen hat er bislang alle umgangen. Und der Jäger, den ich auf ihn angesetzt habe, war bisher auch erfolglos.
Danke. Toller Hund. Was dagegen, wenn ich den streichle? Ich nicht, aber er sicher schon. Ah, du süßer kleiner Fratz. Komm doch mal her. Aufgewecktes Bürschchen. Mit einer Hundenase könnt ihr sicher gut die Fährte aufnehmen. Schaut euch am besten mal am Ort des letzten Angriffs um. Okay. Rennt er jetzt schon los? Um danach zu schnuppern? Hier also. Hast du eine Spur? Die Tat liegt schon einige Tage zurück. Gerüche von Verwesung und anderen Tieren schwächen die Witterung. Wird nicht leicht, dir zu folgen. Sollen wir einen Chocobo drauf ansetzen? Der Geruchssinn von Chocobos mag deinem überlegen sein, aber hierfür reicht er nicht. Probier es gerne aus, wenn du mir nicht glaubst. Nee. Ich glaub dir ja. Ein Fragezeichen. Ja, der wird sehr schnell böse. Ja. Aber das ist ein rotes Fragezeichen jetzt. Wenn der Chocobo die richtige Richtung hat, ja. Das Kerlchen richtig liegt. Kann ich das ausgraben oder eher nicht? Ah, da. Willst du es diesmal versuchen? Nein. Der Chocobo soll ruhig noch etwas üben. Aber Loot mitnehmen. Oh, dieses schnelle Reiten mit den Chocobos oder Sprinten. Weiß ich nicht. Hat Federviech. Auch gut, ey. Oh. Eule again. Nein. Ach, das ist irgendwie. Weiß ich nicht. Warte mal. War das sowas, die Lebensquellen? Ja, ne? Quelle in der Höhle. Naja, dann brauche ich ja den Vogel gar nicht folgen, oder? Theoretisch. Fällt mir gerade auf. In dem Zuge. Er wird ja auf der Karte eh angezeigt. Ganz schön weit weg. Oh yeah, look at this. Einfach nochmal wieder schnuppern und dann geht's. Wird das wieder angezeigt. Sehr komfortabel. Sieht auch ein bisschen aus. Da. Wie Kampfarena. Besiege die Bestie.
den Wolf. Bin mal so frei. Alles. Energie bedeutet stärker, wenn du ihm Schaden zufügst oder Angriffe blockst, verliert sie diese Energie jedoch wieder. Okay. Windige Verkettung. Magiestufen wählen, ja, weiß ich, dankeschön. Ja, Tifa hat tatsächlich gerade eine Fähigkeit benutzt. Keine Ahnung welche, aber hat sie getan. Oha, hallo. Das war mega viel Schaden einfach. Nicht übertreiben. Oha, jetzt tiefer gestorben als ob er. Irgendwie müsste ich mal an Phönixfedern kommen, weil die zwei, die ich noch habe, und sind deswegen knapp. In der Klemme kann es. Versuch mal. Mein Glück. Vielleicht kriege ich es noch platt. Nope. Oh, wobei. Ja, okay. Puh. Das war sportlich. Was hast du? Mein Geruchssinn ist nicht mehr der, der er mal war. Nicht seit Hojo an mir experimentiert hat. Ohne eine Chocobo-Nase hätten wir diesen Fall vermutlich nicht gelöst, wie ich zugeben muss. Vielleicht sollte ich bei den Chocobos ja mal in die Lehre gehen. Einfach alle. Scheintot. Also nach einem Kampf überlebe ich auf jeden Fall nicht. Okay, ich gucke mich da hinten nochmal eben um und dann geht's schnell reisemäßig zurück. Okay. Ich habe auch das Gefühl, dass Aeris nicht mehr so stark ist, wie sie es im Remake war. Ich habe das Gefühl, also auch zu Anfang nicht, da haben ihre Standardangriffe deutlich mehr Schaden gemacht, habe ich das Gefühl.
das Vieh erlegt. War bestimmt nicht einfach. Und du hast sicher auch brav mitgeholfen, was? Vor allem hat er selbst Hunde. Das mürrische Hündchen soll natürlich auch seine Belohnung bekommen. Schnapp zu! Nom, 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 nom. Und das hier ist deine Belohnung. Aber mal was. Eulenreif. Ich habe gehört, Rowan geht es nicht so gut. Wenn ihr das nächste Mal in Kalm vorbeikommt, schaut mal nach ihm, ja? Neue Aufträge verfügbar. Fantastisch. Ist ja nicht so, dass wir schon welche Unmengen haben. Ja, in Kalm, die.